So. So. Okay. Wir nehmen einfach drauf. Wie lange dauert denn die Konferenz normalerweise? Sagen Sie, dass sie eine Aktion ist. Wäre besser, das ist ein dringender Fall. Wir sind hier heute gekommen, um Ihnen einen Preis zu erwarten. Es wird auch eine Laudatio geben. Ja, aber Sie werden verstehen, dass wir arbeiten müssen, dass wir Späße dieser Art nur Bedingzeit haben. Deswegen würde ich auch bitten, das kurz zu halten und jetzt nicht so eine kleine Wahlveranstaltung daraus zu machen. Wir haben gesehen, was Sie in der Taz geschrieben haben. Wir haben ja auch vorab Ihre Geschichten auf Facebook gesehen und ich muss sagen, wir nehmen es mit Humor, wir nehmen dieses Ding auch gerne an. Ich kann das so inhaltlich nicht ansatzweise nachvollziehen, aber den Begriff Stolperviertel kann man diskutieren. Wir haben ihn irgendwann nicht mehr verwendet, weil der Kampf von der Polizei, in der Tat, das ist richtig. Wir haben dann nach 2 Tagen auch verzichtet, diesen Begriff zu verwenden, weil er offenbar keine Grundlage hat. Und ansonsten finde ich, dass wir ausgewogen darüber berichtet haben. Das war weder rassistisch, das kann ich nicht erkennen, noch einseitig durch Polizeiinteressen geprägt, sondern alle Beteiligten sind in diesem Zusammenhang zu Wort gekommen. Und ich finde, alle Beteiligten sind einigermaßen ausgewogen zu Wort gekommen. Diese massiven Vorwürfe, die Sie jetzt daraus ableiten, das sei rassistisch, kann ich ansatzweise nachvollziehen. Gerade die Hamburger Morgenpost hat mich nicht rassistisch berichtet. Ja. Vielleicht kann Mike Holtermann als Verantwortlicher lokal das vorher auch nochmal 2 Worte aus seiner Sicht dazu sagen. Rufmord möchte ich Ihnen dazu sagen. Jugendliche wohlfalls zitiert. Wessen Ruf sollen wir ermordet haben? Der Mord der Jugendlichen. Genau. Es ist einfach so, wenn man pauschal schreibt, dass die. Wir können ja. Genau, bist du einfach mal kurz. Wir Anwohnerinnen und Anwohner aus Altonaer Altstadt, Jugendliche, Eltern, Nachbarn und Nachbarinnen unterschiedlichen Alters finden, dass die Berichterstattung der Mopo hervorgehoben werden muss und einen Preis verdient hat. Aber bitte, jetzt schon seit fast 3 Jahren darum gebeten, dass jetzt nicht so eine kleine Wahlveranstaltung macht. Wir nehmen das gerne entgegen, weil ich hätte gerade Mike Holtermann gebeten, auch sagen Sie mal was sachlich zu sagen. Sie erheben massive Vorwürfe, ich meine, das ist ein Problem. Wir verstehen ja, dass Sie sparen müssen und nicht mehr richtig recherchieren können, aber dass Sie nur Polizeiberichte abschreiben, ist das ist doch aber definitiv falsch. Wenn Sie sich was sagen Sie denn zu dem letzten Artikel, der am Montag erschienen ist? Der letzte Artikel war nur Polizei. Darf ich Einsatz kurz zu Ende bringen? Trotz der Dialog, ich spreche mit der Polizei, haben Sie trotzdem diese Hetzkampagne weit verbreitet. Obwohl die Polizei sich auch zurückgezogen hat, also sich mal, sag ich mal, bereit erklärt hat für Dialog. Unsere Aufgabe ist es, bei so einem Vorgang alle Seiten zu Wort kommen zu lassen. Und genau das haben wir gemacht. Natürlich, wir waren tagelang vor Ort, wir haben mit Jugendlichen gesprochen. Jugendliche durften ihre Position. Falsche Zitate wurden erwähnt. Und das ist ja. Genau, wenn Sie doch die ganze Zeit vor Ort waren. Hetzkampagne waren die unterwegs. Wenn Sie mir jetzt sagen, wir haben falsche Zitate verwendet, wie soll ich das überprüfen? Sie stellen das in den Raum, dann müssen wir, ja, dann müssen wir detailliert drüber sprechen. Welches Zitat von wem wurde? Eine Sache nur, dieser Junge hier ist kein Drogendealer. Er wurde als Drogendealer bezeichnet in dem Artikel. Alle Jungs wurden als Drogendealer, als Schläger, als sonst irgendwas betitelt. Das stimmt nicht, wollen Sie es nehmen? Sie müssen doch wissen, was in Ihrer Zeit nehmen. Nehmen Sie mal zum Beispiel die Berichterstattung von Mopost am Sonntag, dem 15. Da war die Berichterstattung von einem Freitag. Und an diesem Freitag bin ich zum Beispiel da gewesen. 2. Krawallnacht in Altona. Da war gar nichts. Wenn Sie sagen, Sie sind die ganze Zeit vor Ort gewesen und haben mit verschiedenen Wir sind natürlich nicht die ganze Zeit vor Ort gewesen. Aber dann müssten Sie doch mitbekommen haben, dass alles das, was Sie hier schreiben, überhaupt nicht stimmt. Wenn man sich die Chronologie der Ereignisse anguckt, gab es zunächst für uns das erste Mal, als wir von dem Thema gehört haben, kam es zu den Auseinandersetzungen zwischen Jugendlichen, zwischen älteren Menschen, zwischen Familienmitgliedern und der Polizei. Das waren keine Auseinandersetzungen mit den Anwohnern. Nee, das stimmt nicht. Ja, lassen Sie mich das kurz sagen. Das ist sozusagen erstmal die Polizeimeldung, die wir bekommen haben. Ja. Daraufhin haben wir versucht, in den Tagen danach rauszufinden, was ist los in diesem Viertel. So. Daraufhin sind wir mehrfach rausgefahren, haben mit verschiedenen Menschen gesprochen, haben unter anderem mit Jugendlichen gesprochen, haben begleiten können die, wie ich fand, bemerkenswerte Veranstaltung, Diskussion, die dort stattgefunden hat auf dem Platz, wo
wo es das offene Mikrofon gab, wo Leute ihre Positionen ausgetauscht haben, und zwar Anwohner ausgetauscht haben. Das haben wir dokumentiert. Wir haben festgestellt auch, dass es offenbar zu der Entstehungsgeschichte dieser ersten Auseinandersetzung ganz geteilte Meinungen gibt und dass es auch Kritik aus dem Viertel gibt an der Polizei. Wir haben dieser Kritik jede Menge Raum. Sie haben mit dem Artikel da jetzt, es kann sein, dass es inhaltliche Schwächen da gibt, weil natürlich... Schwächen ist falsch. Ja, natürlich. Natürlich kann es sein, dass einzelne Punkte dort mal im Rahmen, dass von der Polizei etwas gemeldet wird und sich nachher herausstellt, dass es anders gekommen ist. Das, was jetzt Ihre Empörung auslöst, wenn sich das bezieht auf den letzten Artikel, den wir im Blatt hatten. Ja, halt so. So, da, was ist die Basis dieses Artikels? Woher kommt der Hass? Das ist die Basis. Sozusagen die Grundlage für den Artikel war die Antwort auf eine Senatsanfrage, die, glaube ich, von den Grünen gestellt wurde, wo es darum ging, wie viele Straftaten haben in diesem Viertel stattgefunden im Zeitraum. Wie viele Anzeigen? Also Sie verwechseln da Anzeigen mit Straftaten. Das ist schwach. Dazu muss es eine Gegenseite. Das ist Journalismus, was Sie machen. Wirklich. Das ist Revolverjournalismus. Sie sprechen von dem Gebiet, das sind Zahlen von Altona Altstadt. Ja. Das ist ein Riesenunterschied. Ja, so ein Gebiet. Nein, das sind nicht die Zahlen von Altona Altstadt. Das ist vom nördlichen Teil von Altona Altstadt, ab der großen Bergstraße. Selbstverständlich, da ist andere gar nicht statistisch erfasst. Das, was uns gesagt wurde, ist, dass es sich konkret bezieht auf ein, sagen wir, ein Teil des Stadtteils, der begrenzt ist von... Von drei Straßen, gehen Sie da mal hin. Von drei Straßen. Und überprüfen Sie das mal mit Ihrer Sorgfaltspflicht. Das kann überhaupt nicht hin, die Anzahl von Anzeigen. Das stimmt einfach nicht. Ja, aber das ist die Antwort, die der Senat gegeben hat. Nein, hat er nicht. Hat er nicht. Und erstmal ist das sozusagen von uns dokumentiert worden, dass der Senat das gesagt hat. So, wenn sich nachher herausstellt und wenn Sie Erkenntnisse haben, dass das nicht so sein sollte, dann können wir da gerne drüber sprechen. Aber da würde ich dann Ihre Schwellen auch. Der Antwort des Senats. Das ist Gegendarstellung drucken. Das ist der erste Teil des Artikels, der Grundlage des Artikels. Der andere Teil ist, das, was sozusagen, was wir, also die Polizei hatte sich bis dahin eigentlich offiziell noch überhaupt nicht geäußert, zu ihrer Sicht der Vorgeschichte. Während sich die Jugendlichen aus dem Viertel, während sich Eltern aus dem Viertel ausgiebig geäußert haben, haben gesagt, unsere Jugendlichen werden bedrängt, sie werden rassistisch bedrängt, sie werden kontrolliert, morgens, mittags, abends, die ganze Zeit werden wir kontrolliert und wir wollen das nicht mehr und es ist unmöglich. Das stand genauso in der Morgenpost und das war die Position, das war die Hauptgeschichte an einem Tag. Aber in der Mopo stand jetzt, die Kontrollen sind seit der Demonstration, seit den Vorfällen. Die Kontrollen waren aber davor. Jetzt bin ich sofort fertig, lassen Sie mich noch einen Satz sagen. Das ist sozusagen das, was ich auch sage, dass ich das ausgewogen finde. Der Schwerpunkt an dem Tag X, ich kann es Ihnen jetzt aus dem Kopf nicht sagen, lag auf den Anwohnern und ihrem Unmut. So, und jetzt haben wir sozusagen versucht zu gucken, was ist denn eigentlich die Position der Polizei dazu. Mhm. Und haben mit Quellen gesprochen und haben daraus versucht, ein Bild, wie die Polizei und wie die offiziellen Stellen es zeichnen von dem Stadtteil, dokumentiert in einem Artikel. Das ist ja nicht unsere Position. Aber das gehört doch dazu. Ja. Seid ihr Postbote oder Journalist? Ganz kurz, und zwar vom letzten Montag. Junge Migranten dealen, prügeln, begehen Einbrüche und tanzen der Polizei in Altona auf der Nase herum. Wundern Sie sich da, wenn Leute die Angst, die sie schüren, aufnehmen, wenn Leute auf der Straße denken, wenn sie junge Leute, die nach sogenannten Migranten aussehen, sehen, dann Angst bekommen, und wundern Sie sich da, wenn ganz ähnliche Sachen auf der Homepage der NPD stehen. Da schüren sie Angst und damit bereiten sie den Nährboden für die Propaganda von Nazis. Und das ist ganz problematisch. Das ist ja, natürlich ist das eine sensible Angelegenheit. Und der Mopo zu unterstellen, dass sie rassistische Tendenzen hat, das darf ich auch mal sagen, nehmen zu lang, was sollen Sie da sagen? Was sagen Sie zu dem Zitat? Ich will ja gerne was sagen. Also, natürlich wissen wir, dass der kulturelle Hintergrund von Straftätern nur in Ausnahmefällen
von Relevanz. Entschuldigung, Straftätern? Von welchen Straftätern reden Sie? Oder sagen wir mal, von Verdächtigen. Naja, es scheint, also wenn Sie mir sagen, dass es in Ihrem Viertel überhaupt keine Straftaten gibt. Nein, aber Sie reden das alles in der dann ist das ja Straftäter. Ist noch nicht mal das mutmaßlich oder sonst was, sondern Sie machen die Vorverurteilung. Was, wenn Sie Polizeiübermeister werden? Ja, aber ich verurteile doch nicht jeden. Wir haben doch niemals geschrieben, dass jeder Jugendliche. Sie haben gesehen, nicht Journalist, sondern Polizeiübermeister. Aber es gibt eine Reihe von, offenbar ist es so, dass es eine Reihe von Straftätern bzw. Notorisch mit der Polizei in Konflikt geratenen Jugendlichen gibt. Ein Kreis, dessen Größe, man sagt so, das seien zwischen 15 und 20 Leute. Also Sie haben pauschal diese 520 Straftaten diesen 15 Jugendlichen zugesprochen und schreiben dann im nächsten Satz, die 15 kriminellen Jugendlichen treffen sich am Azra-Kiosk. Dann ist ganz klar der Zusammenhang hergestellt zwischen den 520 Straftaten und diesen 15 Jugendlichen. Das ist eine Stigmatisierung. Sie haben Jugendliche, die in Ausbildung sind, die Jobs haben, die das verlieren können. Sie haben Rufmob getan mit diesen Zitaten. Nicht 520 Straftaten in einem Zeitraum von Anfang 2012 bis Oktober 2012, wann auch immer, begangen worden sind. Direkt mit Eskalation, die Sie ja so schön als Eskalation betiteln, am Azra-Kiosk dann an dem letzten Donnerstag zusammenlegen und der Gruppe zuschreiben. Das ist Rufmord. Die Polizei sagt übrigens selbst, dass diese Zahl nicht außergewöhnlich hoch sei. Zudem grenzt das Gebiet an den Kiez. Wir haben auch, natürlich gibt es auch eine Drogenszene, die hat aber nicht unbedingt was mit den Jungs zu tun. Es gibt diverse Drogenvereinrichtungen. Und jetzt machen Sie eine Pauschalverurteilung und packen das zusammen. Und das geht leider, ist leider auch, wenn man das, man kann das in so einer Kampagne sehen, weil Ihre Schlagzeilen immer wieder in diese Richtung gehen. Woher kommt der Hass? War am Anfang, jetzt sind es solche Sachen. Das ist in dem Viertel emotional aufgeladen, Auseinandersetzungen gegeben hat, brennende Autos. Da wurde einfach die Frage zu stellen, woher kommt der Hass? Wir haben nicht gesagt, der kommt daher oder kommt daher. Die Frage zu stellen ist doch berechtigt nach diesen Vorgängen, die so es in Altona in diesem Fall so gegeben hat. Wir haben fünf Tage lang berichtet, alle Hamburger Zeitungen haben bewusst darüber berichtet, der Mordkreuz eine Kampagne zu unterstellen, eine rassistische Kampagne zu unterstellen, ist abwegig. Das ist abwegig. Ich verantworte die Hamburger Mordkreuz, es gibt keine Kampagne, das kann ich Ihnen hier versichern. Aber es gibt Rassismus. Und das ist ein Problem. Es gibt auch kein Rassismus. Wir haben alle Seiten zu Wort kommen lassen, dass die einen oder anderen, die Polizei war, wenn ich das mal anmerken darf, im Übrigen genauso unzufrieden mit der Berichterstattung, wie Sie sind. Auch von Polizeiseiten gab es massive Kritik an unserer Berichterstattung, weil die Polizei sich als viel zu einseitig empfunden hat. Jetzt kommen Sie und sagen, das ist rassistisch. So, ich denke, wir befinden uns in der Mitte, ich kann das verantworten. Ich finde, wir haben nach bestem Wissen und Gewissen recherchiert und berichtet. Es kann sein, dass da Fehler drin gewesen sind im Detail, das können wir jetzt hier nicht feststellen. Für Sie ist das ein Fehler, auch für die Kinder, die Zahlen, auf die wir uns bezogen haben, waren Zahlen von der Stadt, das waren keine Zahlen, die wir erfunden oder in die Welt gesetzt haben. Interpretation, das war eine offizielle Anfrage. Wir haben aus unserer Sicht, unserer Sorgfaltspflicht entsprochen, indem wir alle Beteiligten ausführlich zu Wort kommen lassen. Dass Anklagen zu Straftaten werden, allein das, wie kann sowas der journalistischen Sorgfaltspflicht entsprechend passieren? Das würde ich gerne mal verstehen. Wie arbeitet so ein Journalist? Ein Polizist duzt einen Jugendlichen oder Jugendliche du zurück und dann kriegt er eine Anzeige und dann machen sie daraus die Straftat. Das ist eine zweite Sache. Aber erstmal geht es um den Unterschied Anklagen, Straftaten. Ja, dann untersuchen Sie doch mal die Anzeigen. Fragen Sie doch nach. Ich habe eine Anzeige wegen Duzen bekommen. Ist das korrekt? Politisch korrekt? Ja, es gab gegenseitige Anzeigen wegen Duzen. Das haben wir gelesen. Natürlich ist das. Sind Eltern auf die Wache gegangen und wollten die Polizei anzeigen? Wir haben doch bei dieser Diskussion, ich war ja nicht vor Ort, aber das, was ich davon gesehen und gehört habe, war es doch so, dass es Anwohner gab aus dem Viertel, die gesagt haben, Leute, natürlich, das ist nicht toll, was die Polizei hier macht, natürlich ist es, trifft es auch immer wieder Menschen, die einfach nur, natürlich aufgrund ihrer Haarfarbe oder ihrer Kleidung, ins Visier der Polizei geraten. Das ist nichts, was wir toll finden würden oder bestärken würden. Aber es ist ganz sicher nicht.
Aber es, aber da sind doch, da ist so eine Frau aufgestanden, und korrigieren Sie mich, wenn das auch nicht stimmt, und hat gesagt, Leute, aber wir haben hier ein Problem im Viertel, ich kann mein Fahrrad unten nicht mehr abstellen, weil wir das bitte hintereinander geklärt haben. Eine Frau war das, ja, eine Frau. Ja, es gibt so eine Probleme in jedem Viertel. Und was Sie aber gerade machen, natürlich gibt es dass das, eine aber das ist doch, kannst du mal rausgehen lassen, die konstruieren eine gefährliche Gruppe. Das ist auch sehr typisch in deutschen Medien, also nicht in allen zum Glück, aber dass es so einen Diskurs gibt, wo gefährliche Orte und gefährliche Gruppen konstruiert werden. Und diese gefährliche Gruppe sind leider sehr häufig sogenannte Jugendliche mit Migrationshintergrund oder wie Sie sogar schreiben, junge Migranten, was dann auch nochmal komplett falsch ist und so. Aber, aber das ist ein Problem, weil das Angst schürt und weil es Hass schürt. Und da würde ich, da müssen Sie sensibler dafür sein. Und da haben Sie eine Verantwortung. Ich gestehe Ihnen das zu, dass wir die Verantwortung haben. Natürlich haben wir die. Aber ich erinnere nochmal daran, was war der Auslöser dieser ganzen Berichterstattung? Da standen sich, also erstmal, wenn ich es neutral formulieren will, standen sich zwei Gruppen in erstaunlicher Größe, wie wir es in dieser Stadt außerhalb, sagen wir mal, vor der Roten Flora oder bei bestimmten Anlässen, völlig aus dem Nichts. Ich weiß nicht, wie viele Polizisten da hier vor Ort waren, 120 das, oder das waren Mütter, so. Das waren Brüder, Gott, das waren Geschwister. Ich bewerte das doch gar nicht. Das waren Omas, das waren keine Gewalttäter. Nein, ich stelle doch nur fest, was der Auslöser, für uns die Geschichte auch spannend gemacht hat. Aber bevor es dort war, selbst Jugendliche gegen mehr als 30 Beamte. Ja, ich sag's doch. Das, was uns erreicht hat, war zwei riesige Gruppen, eine von Anwohnern und eine von Polizei, stehen sich auf der Straße gegenüber sehr unverständlich. Und da schließt unsere Frage an, was ist da vorher passiert? Was ist da los? Woher kommt der Hass? In der Tat bezieht sich das darauf. Und das ist eine offene Frage. Das frage ich mich auch. Wo kommt der Hass von der Polizei? Wo kommt der Hass gegen die Jugendlichen her? Dass sie die Jugendlichen knüppeln. Dass sie den einen fast die Nase gebrochen haben. Dass sie ihnen Pfefferspray ins Gesicht. Unser Fehler war als Eltern. Entschuldigung. Das ist doch die Frage. Unser Fehler war, zitiert wurde, unser Fehler war, wir wollten den Kindern Wasser bringen, wir wollten den Jugendlichen, den Erwachsenen Wasser bringen. Das durften wir nicht, das wurde uns untersagt. Und das heißt, wir sind aggressiv gewesen. Unglaublich, unglaublich. Naja, also eine Aggression wird es schon gegeben haben. Das kann also ja ich war nicht aggressiv. Es kann ja auch gerechtfertigt sein. Ich zum Beispiel, ich habe mich dazwischen gestellt, um alles friedlich zu halten. Ja. Aber trotzdem finde ich eine Sauerei, dass hier diese 16 jungen Erwachsenen, wo sie sich beklagt, weil ich Kinder gesagt habe, ich spreche als Mutter, diese jungen Erwachsenen, das habe ich jetzt bewusst, dass diese jungen Erwachsenen vorverurteilt werden, dass ihnen ein Stempel drauf gesetzt wird. Es gibt Jungs, die jetzt gerade eine Chance haben, eine Ausbildung zu machen. Es gibt Jungs, die einen guten Job haben. Das steht alles auf der Kippe, weil Rufmord betrieben worden ist in der Öffentlichkeit. Sie wurden als Drogendealer bezeichnet. Sie wurden als Schläger bezeichnet. Sie wurden als, was weiß ich nicht noch alles. Verstehen Sie das? Dass Sie stehen Gesicht dahinter. Da sind Menschen hinter. Ja, wir haben ja keine Gesichter gezeigt. Wir haben gesagt, aber, dass es Drogen gibt. Aber jeder weiß, Die Frage ist doch, gibt es dort Drogendealer? Gibt es dort Gewalt? Wo gibt es keine Drogendealer? Ja. Das haben Sie auch in Blankenese. Ja. Aber dafür sind doch nicht die Jugendlichen verantwortlich. Stehen sich in Blankenese 100 Polizisten und 100 Anwohner gegenüber völlig unpersönlich und voller Wut. Das macht doch die Geschichte. Das gibt doch nicht die Rechtfertigung dafür, wenn sich zwei Gruppen gegenüberstehen, das gibt doch nicht die Rechtfertigung dafür, für eine Zeitung wie die Morgenpost so zu tun, als wenn es diese 16 Jugendlichen sind. Genau. Nein, aber es gibt die Rechtfertigung dann für uns zu gucken, was ist die Vorgeschichte dieser Auseinandersetzung? Ja, aber das hätten Sie ja machen können. Und das haben wir versucht, indem wir mit allen Beteiligten gesprochen haben. Eine Dame kam von der Morgenpost, kam auch mit dem Auto, da stand Morgenpost drauf. Sie hat uns gesagt, ja, erzählt mal eure Sicht, ich bin auf eurer Seite, ich möchte gucken, wie es von eurer Sicht so ist. Ja. Wir haben angefangen zu reden, sie hat notiert. Danach haben wir alle die Zeitung aufgeschlagen und alles, was gesagt wurde, hat sie falsch aufgeschrieben. Was ist das? Ist eine falsche Zitierung? Ja oder nein? Wenn das so ist, dann wäre das alles andere als erfreulich. Es ist ja ganz klar, dass das nicht die Arbeitsweise ist, mit der wir vorgehen. Aber Sie sagen das jetzt, ich kann es nicht beurteilen. Das müssen wir dann im Detail mit der Kollegin. Aber dann kannst du auch so ein Bild von den Typen, das Sie geredet haben. Die wurden ja noch da, sieht man ja auch mit Gesichtern. Wie bitte? Da war noch ein Bild von den Jugendlichen, die geredet haben, die ein Interview gegeben haben. Ja. Und man sieht die noch mit Gesichtern und die werden da auch noch schlecht dargestellt. Und dann sieht man ja Gesichter. Und dann sieht man zum Beispiel
den einen Freund von mir und der Arbeitgeber geht zu ihm und sagt so, ich habe dich bei der Zeitung gesehen, du hast das und das gesagt und das ist falsch und danach, du gehst direkt raus. Ja, aber das sollen die nicht haben. Ja, nur ich meine, dass wir nun Leute nach ihrer Meinung befragen, sie fotografieren, das ist ganz üblich und so. Es ist ja auch passiert, wenn jemand falsch zitiert wird, diese Behauptung stellen sie jetzt in den Raum, das müssen wir überprüfen. Dazu kann ich jetzt aber nicht sagen. Aber sie würden ja nicht fotografieren lassen, wenn sie schlecht darüber reden. Sie würden mich fotografieren lassen. Wenn Sie jetzt jemanden beleidigen und danach sagen noch, mach ein Foto, ich habe ihn beleidigt, damit jeder das sieht. Aber Sie haben uns doch vorgeworfen, wir würden die Anwohner nicht zu Wort kommen lassen. Wenn wir die Anwohner zu Wort kommen lassen, heißt es, die Morgos hat sie falsch zitiert. Also, wir nehmen zur Kenntnis, dass wir hier an einem Punkt sind, wo Sie eine Meinung vertreten, wir eine andere Meinung vertreten. Wir nehmen Ihre Meinung ernst. Sie haben völlig recht, es ist ein sensibles Thema, es ist ein problematisches Thema, es ist ein Thema, das dazu geeignet ist, Vorurteile zu schüren. Es liegt nichts ferner als Propaganda zu machen, dieser NPD oder eben dem rechten Rande dieser Stadt oder wo auch immer in die Hände spielen. Dafür stand die Morgenpost nie, dafür steht sie nicht. Sie haben einen Standpunkt, wir haben anderen Standpunkt. Ich glaube, wir haben unsere Standpunkte relativ klar gemacht, Sie haben Ihren klar gemacht. Ich würde sagen, damit schließen wir das jetzt ab. Wir nehmen es zur Kenntnis. Sie haben ein Anliegen, das ist ein berechtigtes Anliegen, wir nehmen das ernst. Übernehmen Sie bitte auch unseren Standpunkt ernst, dass wir der Ansicht sind, dass wir hier journalistisch sauber gearbeitet haben. Aber Sie wissen, dass der letzte Artikel zählt, ne? Und das ist, nachdem jetzt erfolgreich im Stadtteil... Der bisher letzte, ja? Deswegen aber sind wir ja gerade hier. Und wir haben recht, ja, mal in die Richtung, mal in die Richtung, ne? Das ist ja auch so bei der Mopoli-Linie. Aber der letzte Artikel, nachdem erfolgreich Gegenöffentlichkeit geschaffen wurde, mit einer anderen Darstellung der Ereignisse, mit einer wirklich auch noch sehr tendenziös verarbeiteten Polizeipressemitteilung mit eben diesen Vorverurteilungen, mit dass Anzeigen zu Straftaten würden, das ist gebietfalsch. Und das ist wirklich eine Anfrage, lesen Sie es nochmal nach in der Antwort vom Senat, das ist anders bezeichnet. So, all diese Punkte dann als letzten Artikel, als Konterpunkt zu setzen, das liest sich nach einer Auftragsarbeit der Polizei. Entschuldigen Sie bitte, dass wir diese Interpretation haben zu diesem Punkt. Deswegen wäre es gut, wenn jetzt eben das nicht der letzte Artikel bleibt. Natürlich soll es nicht der letzte Artikel bleiben. Dieses Thema ist aus Mopo-Sicht sehr spannend, weil es eine Auseinandersetzung ist, die, wie Sie sagen, natürlich ist das nicht Altona, nicht dieser kleine Bereich von Altona, sondern es gibt ganz viele Stellen in der Stadt, wo Spannung da ist, aus unterschiedlichen Gründen, teilweise vielleicht auch aus kulturellen Gründen. Und das ist ein Problem, oder das sind Problemfelder, die sehr weit gefasst sind, die mit Sozialpolitik zu tun haben, die mit all diesen Dingen zu tun haben, die wir immer begleiten. Und natürlich ist es für uns spannend, da dran zu bleiben. Und es ist nicht der letzte Artikel gewesen. Darf ich noch einen Satz sagen? Vielleicht hätten Sie auch mal von der Sicht schauen können, warum standen so viele Menschen auf der Straße? Warum standen das war doch genau das, warum, was wir wollten. Ja, warum standen? Hätten Sie mich doch bitte gefragt. Hätten Sie mich gefragt. Ich hätte Ihnen die Antwort geben können. Ich hab mich hingestellt das aus Solidarität. Aus Solidarität als Mutter. Mein Sohn war an diesem Abend nicht davon betroffen. Er hat Glück gehabt. Er ist 5 Minuten eher einfach in die andere Richtung gegangen. Glück im Unglück, kann ich nur sagen. Ich habe den Fall, ich war einer der ersten Zeugen mit einem anderen Nachbarnjungen. Diese Jungs kenne ich alle von klein auf an. Und ich habe das gesehen und habe gesagt, wir können nichts tun. Aber wir können da sein und können zeigen, wir zeigen Präsenz. Wir lassen das nicht mit uns machen. Es ist eine dermaßen schlimme Gewalt in diesem Abend hat stattgefunden. Gegen diese 16 Jugendlichen, die... Es hat ein Vater versucht, den hätten Sie auch mal interviewt, es hat ein Vater versucht zu kommunizieren, hat gesagt, lassen Sie mich mit denen reden. Nein, das wollten Sie nicht. Sie wollten es auch biegen und brechen, mit brachialer Gewalt durchsetzen. Und dann wird alles so dargestellt, diese 16 Jungs, diese erwachsenen Jugendlichen sind schuld, die sind aggressiv. Und dann müssen Sie verstehen, wenn wir dann lesen, Dealer, Schläger, es werden Leute abgezockt am Kiez, das wird alles auf diese Jugendlichen produziert. Und wie soll sich dieser Mensch fühlen? Stellen Sie sich vor, der hat, wie gesagt, der hat eine Ausbildung, er hat einen guten Job in Aussicht. Jeder liest das. Naja, aber gut, aber wenn solche Dinge passieren, gehört das natürlich auch mit zur Wahrheit. Aber es ist doch keine Wahrheit. Es ist nicht die Wahrheit. Glauben Sie, sonst würden sich solche Trauben auf der Straße sammeln? Wir waren Trauben auf der Straße, weil wir ohnmächtig waren vor Entsetzen, dass das hier wirklich gerade stattfindet. Es hat noch nie bei uns in der Holzer Straße sowas stattgefunden. Ja, deswegen haben wir so groß darüber berichtet. Ja, und jetzt sehen Sie auch, was
recherchieren Sie noch mehr, dann werden Sie noch andere Tatsachen sehen. Und das ist nicht der Hintergrund, ne? Nee. Weil es gab schon die Woche vorher auch Einsätze mit bis zu 10 Streifenwagen, dass niemand auf die Straße gegangen ist. Also das war wirklich aufgrund der Gewalt. Ne? Gucken Sie mal unseren kulturellen Hintergrund an. Wir sind Deutsche, wir sind auch von Ausland stämmige, wir sind ganz normale Leute hier. Ich bin hier in Deutschland geboren. Und es sind heute Leute da, die heute frei haben, die nicht arbeiten müssen, die vielleicht Spätschicht haben. Überlegen Sie sich mal, wie viele Leute empört sind. Ja. Das sind weit mehr, als wir heute sind. Und wissen Sie, einer dieser Jugendlichen, zitiere ich nochmal, ist gerade von der Arbeit gekommen. Der arbeitet im Restaurant bei seinen Eltern. Der ist von der Arbeit gekommen, ist rübergegangen, wollte zum Fassenbrechen gehen. Und in dem Moment, wo die Gruppe die Straße entlang ging, über die Straße gehen wollte, sah ich nur Zugriff, Zugriff. Und wurden eingekesselt. Und das ist keine Routinekontrolle. Das kann es nicht sein, das darf es nicht sein und nicht so. Das warum ist schön. Nennen Sie die Jugendlichen immer wieder Straftäter, wobei gar nicht bewiesen ist, dass sie Straftäter sind? Genau. Das wäre nochmal eine Frage, die mich sehr interessiert. Und Sie sagen, das ist ein Problem der Begrifflichkeit. Die Jugendlichen. So, wen meinen Sie mit diesem Phänomen? Ich habe Sie ja gefragt, warum schreiben Sie von den Straftätern, weil, die sich weil, dort weil es nach unserem Rechercheergebnis dort jugendliche Straftäter gibt. Also Sie schreiben, die 15 Jugendlichen, die 15 Straftäter vor dem Kiosk. Die 15, die 16, ich kenne sie weder namentlich noch weiß ich, wie sie aussehen. Es geht um die Benennung der Betroffenen. Und wenn Sie am Tag vorher ein Interview mit den Betroffenen machen, die fotografieren und am nächsten Tag von den Straftätern sprechen, ist klar, dass sie gemeint ist. Nee, da stand drüber, das sind Anwohner. So, und da stand nicht drüber, das sind die Straftäter. Danke sehr. Wir haben uns Zeit für Sie genommen, ich bitte Sie, das zu respektieren. Wir diskutieren mit Ihnen, wir müssen das auch nicht abschließen. Wir werden auch die Berichterstattung fortsetzen. Wir haben Ihr Anliegen zur Kenntnis genommen. Nehmen Sie bitte umgekehrt zur Kenntnis, dass die Hamburger Mordposten weder Rassismus noch Kampagnen gegen migrantische Jugendliche in Deutschland erfährt. Vielen Dank trotzdem. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag. Ihnen auch.